أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa sallam. Wa ba'd. Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihm, auf seine Gefährten und jene, die ihm folgen werden bis zum Tag der Auferstehung. Liebe Geschwister im Islam, bi'ithnillahi ta'ala, ich werde versuchen, bis zum Zeit des Gebets, bis das Gebet eintrifft, euch gewisse Dinge mitzugeben, natürlich mir selbst und euch auch, die uns bi'idhnillahi ta'ala nutzvoll im Leben sein werden können. Und ich möchte mit diesem Vortrag einmal ganz, ganz nach hinten gehen. Ich möchte ganz, ganz von Anfang an gehen. Bis zu dem Tag, und jeder Einzelne natürlich, jeder Einzelne soll nach hinten gehen, von Anfang an gehen, soll zurückspulen sein Leben. Bis zu dem Tag, liebe Geschwister, sollen wir zurückgehen, wo wir erkannt haben, dass für uns der Islam die Wahrheit ist. Zum Beispiel für denjenigen, der konvertiert ist, der zum Islam gekommen ist. Oder für denjenigen, liebe Geschwister, der Muslim, der an dem Tag, wo der gesagt hat, ich mache jetzt Tauba und ich fange mit der Religion an. Und es ist sehr wichtig, meine Brüder im Glauben, dass wir nach hinten gehen oder dass wir unser Leben Revue passieren lassen und sehen, wie es war, wo wir angefangen haben. Diese Sache, liebe Geschwister, ist wichtig und ihr werdet wissen, warum. Jeder Einzelne, liebe Geschwister, soll denken. Und ich denke auch für mich, wie es war, liebe Geschwister, als ich angefangen habe mit der Religion. Wo wir die ersten Buchstaben gelernt haben, der Surah Al-Fatiha zum Beispiel. Die ersten Wörter auf Arabisch gesprochen haben. Oder das erste, was wir vom Koran auswendig gelernt haben. Oder das erste, was wir angefangen haben zu verinnerlichen, zu verstehen. Weil, liebe Geschwister, wenn der Mensch nach hinten schaut, in sein Leben, in seiner Vergangenheit, wie er mit etwas angefangen hat, kann er sehr, sehr viele Nützen ziehen in sein Leben. Kann er sehr viele Nützen haben für sein Leben. Weil so, liebe Geschwister, vergessen wir nicht, wer wir mal einst waren. So wirst du nicht vergessen, dass du wirklich mal nicht, zum Beispiel, die erste Sure im Koran nicht auswendig konntest. So werden wir nicht vergessen, liebe Geschwister, dass wir die ersten Schritte zum Gebet gemacht haben und dass wir davor mal vielleicht nicht gebetet haben. So werden wir nicht vergessen, einige von uns, dass die, bevor sie Allah angebetet haben, Götzen angebetet haben. Sich mit Götzen beschäftigt haben. So wirst du nicht vergessen, mein Bruder im Glauben, dass es einen Tag gab, wo du ungehorsam warst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist ein Grundsatz. Für mich ist dieser Satz ein Grundsatz. Vergiss nie, wer du warst. Dieser Grundsatz kann dir helfen, Weisheit zu bekommen. Dieser Grundsatz, liebe Geschwister, zu nicht vergessen, wer du warst, kann dir helfen, Dauerverständnis zu bekommen. Dieser Grundsatz, mein Bruder, im Glauben, kann dir helfen, liebe Geschwister, viel Gutes zu ernten. Dieser Grundsatz, Achi, wird dich beschützen, bi'idhnillahi ta'ala, mit Erlaubnis von Allah, von Hochmut, von falscher Stolz, von falsches Benehmen. Dieser Grundsatz kann dir Benehmen geben, wenn du selber zu dir sagst, ich darf nicht vergessen, wer ich mal war. Egal, Achi, wie bekannt du unter den Menschen bist. Egal, ob dich viele Leute kennen oder nicht. Du musst immer zurückgehen und sagen, es gab Tage, da hatte ich Allah subhanahu wa ta'ala nicht erkannt. Es gab Tage, da war ich ein Sünder. Es gab Tage, da habe ich nicht gebetet. Es gab Tage, da habe ich große Sünden begangen vielleicht. Es gab Tage, da hatte ich Allah ta'ala geleugnet. Es gab Tage, da habe ich mich vor Götzen niedergeworfen. Und habe Götzendienst gemacht. Einer der schlimmsten Sünden. Glaub mir, mein Bruder, im Glauben, im Islam, dass nicht zu vergessen, wer wir gewesen sind, hat sehr viel Nutzen. Und das ist nicht eine Denkweise von mir.
Ich sage für mich, das ist ein Grundsatz und ich versuche diesen Grundsatz zu bewahren für mich selbst, was natürlich an einen vorbeigeht und die Zeit einen überkommt und man vergisst das und vielleicht dann versucht der Shaitan kommt und versucht dann Kibber in dein Herz reinzusetzen oder er kommt und er versucht dich dann in den falschen Stolz zu bringen und er kommt und er versucht dich dann so zu machen, als würdest du selber denken, du wärst was Besonderes. Aber wir müssen lernen, den Shaitan, liebe Geschwister, zu bekämpfen. Und dieser Satz, diese Frage, dieses Zurückdenken, dieses nach hinten denken, dieses zurück in die Vergangenheit zu gehen und darüber nachzudenken, wer mal war, hilft, liebe Geschwister, den Shaitan, wenn er kommt, zu besiegen. Und ich habe gesagt, das ist nicht ein Denken von mir, weil die Sahaba radiallahu anhum so gehandelt haben. Umar ibn Khattab radiallahu anhum. Ein bekannter Sahabi unter den Muslimen. Und die meisten Muslime, liebe Geschwister, wenn du sagst Umar, sie ihr Herz sagen, boah, Allah, Akbar, Umar war ein starker Mann. Und viele haben auch ihren Kopf, dass sie denken, Umar war immer so stark und immer so mit Befehl und so. Aber Umar, radiallahu anhu, war in sein Herz sehr weich. Im Inneren war er sehr weich, liebe Geschwister. Sein Iman, achi, war sehr reich. Und guck mal, wie dieser Sahabi, radiallahu anhu, gedacht hat. Eines Tages stieg er, liebe Geschwister, auf der Mimbe und sprach als Amir al-Mu'minin, als der Führer der Gläubigen, zu den Muslimen und erzählte von sich und sagte, ich war mal ein kleiner Junge. Da habe ich auf Schafe aufgepasst, von verschiedenen Verwandten. Und ich musste den ganzen Tag darauf aufpassen. Sehr lange. Und ich habe ganz, ganz wenig Lohn dafür bekommen. Man hat mir ganz wenig dafür gegeben. Und hat ihn so erzählt, dass man den die ganze Zeit, als wo der klein war, man hat ihn erzählt, dass man ihn immer zum Schafe aufpassen geschickt hat, ja? Und dann hat er nur das erzählt und ging von der Mimbar weg. Ein anderer Sahabi, radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, ging zum Umar ibn Khattab und sagt, Umar, du bist Amir al-Mu'minin. Was du gerade gesagt hast, das wird dir nicht helfen. Das erniedrigt dich. Du bist der Führer der Gläubigen und erzählst, dass du früher Hirte warst. Und du hast für ganz wenig Lohn immer so ganz viel aufgepasst auf Schafe und so, dass die dich unterdrückt haben, deine Familie und so, oder dich nicht da gerecht behandelt haben. Umar radiallahu anhu sagt, ja, Abdurrahman ibn Auf. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, hat der Shaitan versucht, in mir Hochmut zu setzen, indem der mir sagen wollte, du bist Amir al-Mu'minin, du bist was Besseres. Es ist so ein Gedanke in mir gekommen, hat er gesagt. Dass etwas in mir sagen wollte, du bist etwas mehr als die anderen, weil du der Führer der Gläubigen bist. Und deswegen habe ich das gesagt, hat er gesagt. Und deswegen habe ich mich selbst erniedrigt. Deswegen habe ich mich runtergemacht. Und der hat, was hat er gemacht? Er ist zurückgegangen in seiner Vergangenheit. Und hat erzählt, wer er mal war, dass er mal nun Hirte war und auf Schafe aufgepasst hat. Um sich selbst, liebe Geschwister, wieder auf den Boden zu holen. Hat er den Leuten das erzählt, liebe Geschwister. Und deswegen sage ich auch, wir müssen versuchen, von diesem Beispiel, oder wir müssen versuchen, dieses Beispiel zu nehmen und so gut wie es geht, genauso zu agieren. Jetzt jeder, liebe Geschwister, geht zu seinem Anfang. Von mir aus gehst du zurück bis zu dem Anfang, wo du noch im Mutterleib deiner Mutter warst und du dich nicht mal selbst zur Geburt geholfen hast. Wo deine Mutter dich getragen hat, Schmerzen dafür gehabt hat. Geh zurück bis zu dem Tag, liebe Geschwister, wo du ein kleines Kind warst und du konntest dir nicht zu nichts selber helfen. Wenn deine Eltern nicht da gewesen wären, wärst du hilflos. Und denk und geh, passiere dein Leben und geh in dein Leben hinein, wie du gewachsen bist, wie man dir im Leben geholfen hat. Und denk darüber nach, wer war ich gewesen, bevor ich überhaupt erkannt habe, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala anbete. Bevor ich Tauba gemacht habe zu Allah und mit den ganzen schlechten Dingen aufgehört habe und mich den guten Dingen gewendet habe, gewidmet habe. Bevor du erkannt hast und die Shahada gesprochen hast. Um immer dich selber auf den Boden zu bringen. Um dich immer selber nach unten zu setzen und sagen, okay, Taib, ich bin ein Diener Allahs. Ein Diener Allahs, was eine der besten Bezeichnungen ist für einen Gläubigen, für einen Menschen überhaupt.
ein wahrer Diener Gottes zu sein, liebe Geschwister. Und deswegen, schau mal, Achi, Umar radiallahu anhu, ein sehr, sehr, sehr großer Sahabi radiallahu, der einen großen Wert bei dem Umma hat, wie der über sich selbst gesprochen hat. Weil, liebe Geschwister, ihr müsst eine Sache verstehen. Etwas aufzubauen im Leben, im allgemeinen Sinne, ist ganz einfach. Ist etwas aufzubauen im Leben, im Allgemeinen ist etwas Schwieriges. Wenn ich etwas aufbauen möchte, sei es ein Objekt, sei es Gefühle, sei es egal was, eine Arbeit, egal was, aufzubauen. Jetzt, wenn ich eine Uhr bauen möchte, dauert das. Muss ich erstmal Pläne machen, muss ich überhaupt alles ausrechnen, dies, jenes machen. Will ich ein Haus bauen, große Pläne, dauert vielleicht ein Jahr, zwei Jahre. Will ich Vertrauen aufbauen gegenüber meinen Brüdern, dauert das. Will ich Liebe gegenüber meiner Frau aufbauen, dauert das. Will ich ein Vertrauen gegenüber meiner Frau und die auch zu mir, dauert. Alles dauert, liebe Geschwister. Dinge dauern. Aufzubauen dauert im Leben. Egal was es ist, ob das Objekt ist, ob das ein Gegenstand ist, ob das gegenüber einem Menschen ist, ob das für dich selbst ist. Und genau das ist das Schwierigste. Das Schwierigste für uns ist, sich selbst aufzubauen. Denn kaputt machen geht schnell. Etwas kaputt zu machen, das Vertrauen zu brechen, geht schnell. Die Liebe zu deiner Frau kaputt zu machen, geht schnell. Ein Objekt zu zerstören, geht schnell. Ein Gegenstand kaputt zu machen, eine Uhr kaputt zu machen, geht schnell. Aber aufzubauen ist schwer. Und umso schwieriger ist, sich selbst aufzubauen. Immer umso schwieriger ist, liebe Geschwister, sich selbst aufzubauen. Aber Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Muslimen Vorbilder gegeben. Menschen mitgegeben, liebe Geschwister, in unserem Leben, wo wir immer in ihr Leben schauen können und uns dazu helfen können, uns aufzubauen. Denn das ist wichtig für jeden Muslim. Das ist wichtig für jeden Einzelnen. Warum? Warum sich selbst aufzubauen? Warum sich aufzubauen in der Religion? Weil nach diesem Leben nichts anderes gefragt wird. Nach diesem Leben, was am meisten zählt, liebe Geschwister, ist die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann ist es sehr traurig zu sehen, dass wir in einer Umma leben, wo Muslime zum Beispiel das Gebet verlassen. Aber das kommt davon, weil sie sich nicht aufbauen. Und ich erzähle was über das Gebet, um das im Rande zu setzen. Einmal, liebe Geschwister, es wird erzählt, dass eine Frau zu Musa alayhi salam gegangen ist. Und diese Geschichte ist in das Buch Die große Sünden festgehalten. Eine Frau geht zu Musa a.s. Hört zu, ach, für jeden Muslim, der nur den Gedanken gehabt hat, soll ich aufhören zu beten? A'udhu billah. Oder der vielleicht das Gebet verlassen hat. Oder vielleicht nicht betet. Wallahu alam. Vielleicht hat es nicht geschafft, die Kraft zu finden, nicht zu beten. Eine Frau geht zu Musa a.s. und sagt, ich habe eine große Sünde begangen. Musa a.s. sagt, was hast du gemacht? Sie sagt, ich habe mit einem Mann Zina gemacht. Ich habe Unzucht gemacht mit einem Mann. Bin dadurch schwanger geworden, habe ein Kind auf die Welt gebracht und es umgebracht. Also sie hat Zina gemacht und sie hat das Kind, was sie durch den Mann bekommen hat, umgebracht. Musa alayhi salam sagt zu dieser Frau, geh raus, du Sünderin, geh weg. Bevor der Himmel sich spaltet und Allah uns verstrafen wird, geh hier weg. Hat die weggeschickt. Was ist das für eine Sünde? Sünderin, geh raus. Als die Frau rausgegangen ist, ist sie mit gebrochenes Herz rausgegangen. Ich habe gesagt, etwas kaputt zu machen, geht schnell. Dann kam Jibril a.s. zu Musa a.s. und sagt, Musa a.s., hast du nicht eine schlimmere Person gefunden, rauszuwerfen als diese Frau? Musa a.s. sagt, ja Jibril, was gibt es Schlimmeres als das, was diese Frau gemacht hat? Sagt Jibril a.s. zu Musa, jemand, der das Gebet verlässt, ist schlimmer als diese Frau. Guck mal, was Jibril a.s. zu Musa a.s. gesagt hat. Jemand, der das Gebet verlässt, ist schlimmer als diese Frau sagte. Jetzt jeder Muslim soll nachdenken. Jeder Muslim soll nachdenken. Wir verlassen das Gebet gegenüber wem? Allah subhanahu wa ta'ala, der Leben gibt, der Sterben gibt, der Essen gibt, der Trinken gibt, der Atmen gibt, der Herzschlag gibt, der dein Körper gibt, der deine Kinder gibt, der deine Frau gegeben hat, dein Rizq. All das, was du hier erlebst, dir gibt. Wir sind so hilflos gegenüber ihm. Die Menschen sind hochmutig geworden gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister.
vergessen sehr schnell Allah subhanahu wa ta'ala, aber was mit dem Muslim los? Deswegen ist es sehr wichtig, dass der Muslim versucht, sich immer aufzubauen, liebe Geschwister. Und Alhamdulillah, dass wir in einem Monat sind, der so barmherzig der Monat ist, und Allah subhanahu wa ta'ala so barmherzig gemacht, der so segenreich ist, um sich wieder aufzubauen, um sich wieder zu finden. Und jeder braucht das, jeder, ach, ich rede für jeden. Jemand, der vielleicht gerade angefangen hat, jemand, der länger dabei ist, jemand, der vielleicht gerade mal eine schwache Situation durchgemacht oder eine schwache Phase mitgemacht, jeder braucht das. Und glaub mir, liebe Geschwister, was sehr hilft zum Aufbauen, ist das, was ich dir gesagt habe. Immer nach hinten schauen. Schau mal, wie wir mal waren, liebe Geschwister, wie hilflos wir als Menschen überhaupt waren. Wie ich gesagt habe, ob das den Tag davor ist, bevor du den Islam angenommen hast, bevor du angefangen hast, oder wenn du auch weiter nach hinten denkst, bis zu dem Tag, wo du ein kleines Kind warst und die dir selber nicht zu essen machen konnte, dich selber nicht auf Toilette gehen konnte, nichts. Du warst nicht fähig, Achi. Wenn die Mutter, der Vater nicht da wären, halas, du hättest nicht einen Tag überlebt. Nicht einen Tag überlebt. Aber dann siehst du den Muslim oder den Menschen, der vielleicht sich zu seiner Mutter wendet und die Mutter beschimpft. Oder der sich seinen Vater wendet und seinen Vater beschimpft. Und dann frage ich mich, und ich frage mich selbst, wenn ich das jemals, wenn ich darüber nachdenke, über mich selbst, welche Unrecht vielleicht meine Eltern mal angetan haben, habe ich mir gedacht, welchen Verstand habe ich in diesem Moment gehabt, um ein Unrecht zu begehen, gegenüber wem? Der mich 9 Monate im Bauch getragen hat, der mir zu essen gegeben hat, der mich schlafen gelegt hat, der wach geblieben ist, wenn ich vielleicht Schmerzen hatte. Gegenüber wem? Gegenüber wem, subhanallah? Aber das kommt, weißt du, woher sowas kommt, liebe Geschwister? Weil wir vergessen, uns mit Dingen zu befassen. Und ich sage wir. Weil, liebe Geschwister, jeder Mensch ist vergesslich. Auch egal, wie viel du lernst in deinem Leben, du vergisst. Der Shaitan kommt und lässt dich vergessen. Und umso viel wichtiger brauchen wir und benötigen wir gegenseitig uns. Deswegen, weil der Prophet sagt, der Gläubige ist der Spiegel des Gläubigen. Das heißt, ich sehe in dir und du siehst in mir und wir nehmen Beispiel von uns. Sehr wichtig, liebe Geschwister. Schau mal, unser Gesandter sallallahu alaihi wasallam, was das für ein Mensch war. Um von ihm ein Beispiel zu nehmen, für den Umgang unter uns, für den Umgang mit anderen, für den Umgang mit sich selbst. Der Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam ist das beste Vorbild. Da gibt es keinen Zweifel dran. Er ist die bevorzugte Schöpfung bei Allah subhanahu wa ta'ala. In einer Schlacht, liebe Geschwister, wurde der Prophet sehr stark verletzt. Und er hat Schnittwunden im Gesicht gehabt. Die Sahaba radiallahu anhum gingen zum Prophet und sagen, ja Rasulullah, bete gegen diese Leute. Mach Dua gegen diese Leute, verfluche sie so mäßig. Mach Dua, dass ein Fluch sie trifft. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith, und der Hadith ist authentisch: Nein, ich bin nicht gekommen als Verflucher, sondern als einer, der zur rechten Religion einlädt und als eine Gnade. Guck mal, der Gesandte alaihi wasallam, was für ein Beispiel für uns und für die ganze Welt. Was er sagt, liebe Geschwister. Ihm wurde Unrecht angetan. Man hat ihn versucht, liebe Geschwister, zu verletzen. Man hat ihn in dieser Schlacht verletzt. Und trotzdem, was sagt er? Alayhi salatu wassalam. Hat er seinen Zorn über sich kommen lassen. Darum ist, dass dieser Hadith, vielleicht würdest du sagen, er hat keinen Zusammenhang mit dem, was du am Anfang gesagt hast. Ja, doch, er hat einen Zusammenhang, wenn du darüber nachdenkst. Dieser Hadith beweist für mich, für jeden Einzelnen hier drin, und für jeden, der es vielleicht nicht mitbekommen und vielleicht mitbekommen wird, ob er glaubt oder nicht, dass er wahrlich das beste Vorbild ist. Dieser Hadith zeigt mir, woran ich arbeiten muss. Dieser Hadith zeigt mir, mit was ich anfangen muss. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister im Glauben. Da wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Da wir wissen nicht, wie lange wir hier sind. Und natürlich, Al-Iman, der Iman, liebe Geschwister, der steigt und sinkt. Jetzt vielleicht nach einem Vortrag, vielleicht, wenn wir gleich Tarawih beten und
Bruder, wo Adam noch zu uns sprechen wird, dass wir danach die Nacht, unser Iman ganz, ganz, ganz oben ist. Ganz, ganz oben, ja. Und du guckst, denkst, Allahu Akbar. Und bist bereit, lang zu beten. Aber es wird eine Zeit kommen, wo der Shaitan wiederkommt. Und dann musst du agieren können. Dann musst du agieren können, liebe Geschwister. Das ist schon das Gebet. Wie lange? 15 Minuten. Wie ein Bruder schön gesagt hat, liebe Geschwister, du musst immer so auf Abwehrstellung sein. Immer Abwehrstellung und immer achten, von welcher Seite der Shaitan dich erwischen möchte. Und wenn er von rechts kommt, gibst du ihn rechts. Wenn er von links kommt, gibst du ihn links. So, dass du ihn nicht an dich dran lässt. Du musst dich schützen, Achim. Er will, dass du in die Hölle kommst. Er will, dass wir in die Hölle landen. Deswegen müssen wir uns schützen. Genau wie wir uns schützen draußen, müssen wir auch schützen. Oder wenn irgendwas auf dich draußen losgeht, würdest du sagen, ja, schlag mich, nehme mich, kein Problem, hau mich kaputt. Nein, du wirst dich wehren. Wehren ist natürlich normal, ist eine natürliche Sache von einem Mensch. So muss der Gläubige natürlich dich wehren gegen diesen verfluchten Satan, liebe Geschwister. Und manchmal reichen, liebe Geschwister, oder manchmal reicht es, sich hinzusetzen und zu überlegen. Oder wie ein Sheikh mal schön gesagt hat, und normalerweise in seinem Satz steckt viel Weisheit und viel, also viel Taqwa und viel, viel Wissen in dem, was er gesagt hat. Allahu alam. Er hat gesagt, manchmal ist es für einen Gläubigen besser, oder für einen Muslim besser, sich hinzusetzen und sich eine kurze Zeit sich Gedanken zu machen über seine Fehler, als dass er zwei Rekka betet, freiwillig für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, also dass er sich hinstellt, Richtung Qibla wendet, er betet zwei Rekka für Allah subhanahu wa ta'ala. Vielleicht manchmal sagt er, ist es besser für den Muslim, für den Mu'min, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, was habe ich gemacht? Und glaub mir, wenn du das machst, wirst du dich für dir selbst schämen. Wenn wir jetzt uns hinsetzen, wenn wir jetzt sagen, komm, wir, die Kuffar machen mal so Schweigeminute, ja? Wenn ich sagen würde, komm, wir machen so einen Gedanke, eine Minute Gedanken, lass mal eine Minute darüber nachdenken, was habe ich für Sünden begangen in letzter Zeit? Oder wenn mir jetzt Sünden über den Kopf gehen würden, am liebsten willst du dich unter diesem kleinen Tisch verkriechen. Am liebsten willst du mit keinem reden und darüber nachdenkst. Normalerweise sowieso, das ist eine Eigenschaft, für uns muss das eine Eigenschaft sein, dass wenn wir eine Sünde begangen, dass wir uns danach ekelhaft fühlen. Dass wir uns wie Verbrecher fühlen. So fühlt sich ein Gläubiger. Der ist nicht danach froh. Oder gibt damit an. Er fühlt sich wie, als würden Berge auf ihn lasten. Und so ist es auch, wenn du darüber nachdenkst. Normalerweise, liebe Geschwister, sowieso, wenn man